Und so begab es sich, dass Maria und Josef an der Herberge anklopften und der Wirt fragte: Haben Sie das Zertifikat? Und Maria sagte: Natürlich habe ich kein Zertifikat. Ich lasse mich doch nicht impfen. Das letzte Mal, als ich mir etwas in den Körper reinlasse, ist das passiert, oder? Aber ich sage jetzt einfach, der Vater sei eben Gott und gründe eine Weltreligion. Und ja, Maria spricht Thurgauer Deutsch. Sie ist aus dem Nahen Osten. Und ihr Sohn hatte zwar nur 12 Follower, aber er wurde trotzdem einer der bedeutendsten Influencer der Geschichte. Ja, guten Abend, Mini. Damen und Herren, bonsoir, mesdames, messieurs und alles dazwischen natürlich. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause auch. An den Bildschirmen, wir werden das Ganze nicht in Hochdeutsch halten. Die Welschen verstehen ja sowieso auch auf Hochdeutsch nicht, das kommt gar nicht drauf an. Et pour les Welches, on a pas les sous-titres, mais les surtitres. Wir haben zwei Live-Zeichner, die es extra für die Welschen, für die Tessiner, für die Romanche und alle anderen, die im Schweizerdeutsch nicht mächtig sind, gerade direkt mitzeichnen. Bevor ich jetzt aber irgendetwas sage, möchte ich die Hausherrin begrüßen, unsere Gastgeberin heute Abend, nämlich die Rektorin. Sie ist nicht einfach nur ein Bouquet, wie da die zwei, die da stehen. Sie ist ein richtiger Strauß. Bitte begrüßen Jacqueline Strauss! Petarde. Am 20. Oktober bin ich in den Herbstferien auf einer Panoramawanderung auf dem Arnigrat in der Innerschweiz und da kracht und knallt ein Wort in meine Bergidylle. Petarde. Grimmig, wild, verwegen. Mein Handy übermittelt mir dieses Wort, Petarde. Und das ist der Start zum Crowdfunding der Schweizer Satire für eine unabhängige Plattform. Nun, Petarde assoziiere ich vielleicht mit der Französischen Revolution oder mit Globuskrawall. Der Duden schreibt zur Petarde: Zur Sprengung von Festungstoren und anderem benutztes, mit Sprengpulver gefülltes Gefäß, das mit einer Zündschnur zur Explosion gebracht wurde. Historisch. Die zeitgemäße Petarde, die im Herbst lanciert wird, sprengt die Grenzen zwischen den kulturellen Sparten. Sie gibt neuen Raum für die satirische Karikatur und für die satirische Bühnenkunst. Dieses unabhängige Crowdfunding funktioniert. Wir hoffen, dass die Plattform nächstes Jahr lanciert werden kann. Und heute Abend begegnen wir nun den Akteuren dieser Petarde. Ich weiß nie, was da hinten geschieht. Also, herzlich willkommen zu dieser Vernissage von Gezeichnet 2021 mit viel Ungesehen für mich hier hinten und viel Unvorgesehen für uns alle. Die Akteure dieser Petarde, die ich erwähnt habe, da sind diverse Pressezeichnerinnen und Pressezeichner dabei, die in der Ausstellung präsent sind. Werbetechnisch begleitet und betreut und unterstützt haben die Petarde Patti Basler und Philipp Kuhn, die sind hier auf der Bühne.
Und als Gast begrüße ich Nationalrätin Petra Gössi. Herzlich willkommen. Es sind alle, die hier sind, sehr flexibel und dafür danke ich ganz besonders. Denn unverhofft kommt oft, besonders in den Zeiten von Corona. So haben wir kurzfristig das Programm geändert. Wir haben in Sinn gemailt. Sandro Protz, unserem langjährigen Moderator, wünsche ich auf diesem Weg gute Besserung. Und Bundesrätin Viola Amherd hat sich bereits für nächstes Jahr angemeldet. Sie können sich notieren, 15. Dezember 2022 mit Viola Amherd. Aber schön, dass Sie hier dabei sind, liebes Publikum, hier im Saal. Dann, ich muss... Hier, dann in der Ausstellung im Erdgeschoss und zu Hause beim Livestream. Und immerhin können wir diese Ausstellungen hier analog vor Ort eröffnen. Diese Ausstellung, gezeichnet 2021, gibt einen Überblick, und zwar einen doppelten Überblick. Auf der einen Seite ist es ein Überblick über die Pressezeichnungen in der Schweiz. 50 Positionen sind in der Ausstellung vertreten. Es ist aber auch ein Überblick über die Dramen und Desaster des zu Ende gehenden Jahres. Und da hilft ja oft tatsächlich nur noch Humor. Jede dieser Pressezeichnungen ist eine kommunikative Höchstleistung. In einem einzigen Bild verdichten sie eine ganze Geschichte. Und so passt diese Ausstellung wunderbar ins Museum für Kommunikation. Dem Verein Gezeichnet danke ich ganz herzlich für die Zusammenarbeit. Es ist nun die dritte Ausführung, die wir zusammen machen dürfen. Und es ist mir jedes Mal, dem ganzen Team hier im Haus, jedes Mal wirklich eine Freude. Genießen Sie den heutigen Abend und die Ausstellung. Und wenn Sie das ganze Jahr regelmäßig mit Satire versorgt werden müssen, gibt es gleich zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie bei dieser künftigen Plattform Petarde ein Abo reservieren, also dass Sie dann immer versorgt werden mit Satire. Oder hier im Shop gibt es das Buch zur Ausstellung. Dann können Sie, wenn die Zeiten wieder schwierig oder noch etwas schwieriger sind, können Sie das Buch hervornehmen. Lachen ist ja bekanntlich gesund und Gesundheit, das wünsche ich Ihnen allen. Ja, rire, c'est bon pour la santé. Ich bin nicht der Sandro Protz. Ich bin ein bisschen, wenn man Sandro Protz auf Wish bestellt. Und unser politischer Gast ist, wenn man Viola Amherd auf Wish bestellt. Wir erwarten eine Lawine und es kommt einfach ein Schneebrett. Bitte begrüßt Petra Gössi. Ja, hoi Petra, wir sind per Du. Also ich behaupte es jetzt einfach mal. Nein, du bist ja eine Politikerin, die in der Wählerschaft auf Augenhöhe begegnen. Nicht, dass ich dich je gewählt habe. Ich wollte gerade alles sagen. Falsch Kanton. Es liegt vor allem am Kanton und natürlich auch an der Politik, die du machst. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, vor 3 Jahren wärst du eigentlich schon mal vorgesehen gewesen da. Und dann hast du abgesagt und dann ist der Thierry Burkhardt eingesprungen. Ist das jetzt die Reparation? Willst du es wieder gut machen? Ich meine, ich bin da nur ein Platzhalter. Also ich bin da völlig frei, was ich heute Abend mache. Aber das ist so. Der Thierry hat mich mal ersetzt, weil ich irgendwie kurzfristig nicht können. Und du siehst auch jetzt meinen Nachfolger, wieder den Thierry. Ja, das haben wir geplant von langer Hand, oder? Das haben wir... Vor 3 Jahren haben wir es geplant und dann haben wir gedacht, ja, jetzt setzen wir es genau so um. Genau, und du hast ihn auch in das Präsidialamt reingeschoben quasi. So ungefähr. Ich habe mich vor allem zuerst mal rausgenommen und habe mal geschaut, was sonst passiert. Aber, Und dass es jetzt ein Aargauer ist kein Problem für dich? Nein, ich habe da mit weißen Socken und so weiter, das kommt mir nicht so drauf an, das ist mir gleich. Also ich habe jetzt gedacht, wegen dem Autofahren.
Und AG ist auch die Nummer, und das wäre ja AG, sind die Initialen von Andi Glarner. Ich weiß, hast du mit ihm ist es gut? Ja, total. Also wir grüßen uns, das ist völlig ganz so. Das ist einfach, jetzt die Möglichkeit, er schaut zu am Livestream, kannst du die Kamera hier. Lieber Andi Glarner. Lieber Andi, ich bin ziemlich sicher, dass du gerade nicht zuschaust, aber wir haben es sehr gut miteinander im Parlament. Und das ist eben auch der Vorteil im Parlament. Und man muss ja die Meinung nicht miteinander teilen, aber man kann trotzdem gut miteinander reden. Und manchmal hat man dann sogar noch die gleiche Meinung. Also von der Spaltung von der Gesellschaft merkt ihr nichts? Einzige Spalt ist immer noch der Östigraben. Nein, es gibt auch keine Röstigraben, es gibt vor allem verschiedene Einstellungen. Stadt-Land-Graben finde ich überspannt, so wie es jetzt gerade diskutiert wird. Aber ich finde es wichtig, dass man sich einfach überall bewegen kann. Weil wenn man sich überall bewegt, spürt man eben auch, wie die Leute sind. Und ich bin als Präsidentin viel in der ganzen Schweiz unterwegs gewesen. Ich kenne unterdessen jede Spezialität aus jeder Region. Und das ist, oder durch das lernt man wirklich die Schweizer auch kennen und die Bevölkerung auch kennen. Auf Spezialität? Da auf all der Spezialität sitzt zum Beispiel gerade da. Ja, du musst Namen nennen, weißt du, Kameramagnet dort her. Peter. Peter? Also ehemaliger Kantonsratspräsident aus dem Kanton Obwalden. Partie, ehrlich gesagt, weiss ich nicht. Ist ja auch nicht so wichtig, gell? Das ist, manchmal sind es ja andere Sachen, die einem qualifizieren. Ich muss ein bisschen weniger reden, wird mir gesagt, aber ich glaube, das ist einfach, sie ist Welsch, sie versteht nicht, was ich sage. Darum, liebe Petra, du bist überall rumgekommen, du sagst, ein Röstigraben gibt es nicht. Könntest du geschwind die letzten 3 Minuten geschwind zusammenfassen auf Französisch? Ich bleibe da gerne bei Mundart, das funktioniert bestens nicht auf Französisch. Ja, du darfst auch eine welsche Mundart, Patois. Patois, mehr Patois. Genau. Kannst du denken. Ja, wir wollen ja zusammen ein bisschen aufs Jahr zurückschauen. Und jetzt gerade du aus der FDP, eine Partei, die freiheitlich denkt, die liberal ist, die sich in der Weltwirtschaft sich auch ein bisschen auskennt und versucht, ein bisschen mitzumischen. Wir wollten zuerst dir eine wunderschöne Karikatur zeigen von der Evergiven, die im Suezkanal feststeckt, wie ein falsch eingeführter Tampon, oder? Und dann hat es aber kein Bild von dem in der Ausstellung. Und wir haben gedacht, wir tun ein anderes Bild. Und ich bitte jetzt unsere KarikaturistInnen, das herzulegen. Wenn wir das schon miteinander anschauen. Ich habe es auch hier, damit du ohne Verrenkung. Kennst du ihn persönlich? Nein, zu dem Treff ist also noch nicht gekommen. Könntest du richtig ausgesprochen den Namen geschwind sagen für die Welsche? Also nein, Welsche, ich gebe aber den Ball gerne weiter. Wenn das jemand gerne richtig machen möchte, bitte. Und ich spiele ihn auch gerne zurück. Ich versuche es mal. Xi Jinping, wo die Weltkugel jongliert. Jetzt machen wir natürlich eine Karikaturinterpretation, eine klassische mit dir. Was wollt ihr uns das Bild sagen? Das ist die alte Weltmacht, die wieder ist auferstanden, die mit der Welt spielt. Weil China ist ja in den letzten 100 Jahren oder ein paar hundert Jahren mit dem Dopingkrieg untergegangen. Die haben sich nicht wirklich repräsentiert gefühlt. Die Weltmacht. Der Dopingkrieg? Der Opiumkrieg. Opiumkrieg, Entschuldigung. Oh, ich muss doch korrigieren, noch ihr macht mich so nervös. Wobei, Opium ist also ein wahnsinnig gutes Doping. Ja, das merkt man, gesagt. Merkt man im Moment beim Olaf Scholz, oder? Ich glaube, der ist mindestens auf Opium, wenn nicht noch auf etwas härterem. Ja, wir haben dich total unterbrochen, gell? Aber kannst du weiter erzählen? Also, China spielt mit der Welt. Ja, und vor allem oder die verschiedenen Mächte jetzt, Amerika, Weltmacht gegen China. Wer kommt die Oberhand über China, wo ganz ein anderes Weltbild hat, wo ganz ein anderes Wertverständnis hat, vor allem auch einfach wie der Westen. Und das heisst, da wird jetzt jongliert. Aber was ist denn jetzt deine Erklärung für den Tanker oder für das Schiff, das im Suezkanal quer gestanden ist? Ist das die unsichtbare Hand gewesen, die das gelenkt hat? Ich meine, Pat hat es vorher gesagt, es ist einfach falsch eingeführt worden. Okay. Dumm gelaufen. Hey, als Frau kann man das total nachfühlen. Also, fühlt man sich wirklich manchmal wie so ein Suezkanal. Wir haben ja auch in der Schweiz Leute, die versuchen, nach der Weltmacht zu greifen. Oh, jetzt ist es
Okay, es ist, ah, es ist leider unsichtbar, aber explizit. Kann ich das andere noch mal geschwind haben? Das mit dem mit der Flasche. Was war es? Flasche, nicht Wermut, Gassis, glaube ich. Egal, jedenfalls, man hat gemerkt, in der Schweiz, für die Schweizer ist es nicht ganz so einfach, an diese Weltmacht herzukommen. Hallo, geht's? Voilà. Crème de la crème, Crème de Cassis de Dijon. Das verstehe ich nicht, das Cassis de Dijon-Prinzip. Kannst du das ganz kurz erklären? Ja, das ist, wenn man Produkte vom Ausland kann einführen kann, ohne dass man sie zusätzlich prüfen muss. Dann muss man sie aber eben richtig einführen, nicht? Genau, genau. Wie weit Evergiven im Suez-Kanal. wo siehst du die Schweiz und insbesondere die FDP als Wirtschaftspartei in dem ganzen Spiel mit der Welt? Das ist ein Tarnkappenbomber, oder? Genau. Ja, die Schweizer hat etwas über 8 Millionen Einwohner. Ich glaube, wir müssen vor allem schauen, dass wir leben ja die Neutralität. Ich bin klar Befürworterin, dass wir die Neutralität weiterleben. Weil schlussendlich, wir werden auch nicht können, die Chinesen unsere Wertvorstellung überstülpen. Und darum bin ich... Du bist total irritierend. Ja, das bist nicht die Erste, die mir das sagt. Das kann ich mir sehr gut Thierry vorstellen. Thierry hat es letztes Mal auch gesagt. Weißt du? Ich erinnere mich noch so gerne mal daran, erinnern, wenn ja. Ich morgen sehe. Nein, aber, und das heisst, wir sind da, wir müssen schauen, dass wir die Schweiz gut positionieren können. Als FDP natürlich sowieso. Wir sind interessiert an einem internationalen Wettbewerb, der gut funktioniert, weil wir dort vor allem die Stärke für unser Land drin sind. Also, mit anderen Worten, die Schweiz wird nach wie vor keine Bedeutung haben. aber versuchen nein, vor allem zu profitieren. Nein, weil ich meine, unsere Schweizer Expertise und Präzision, das bringen wir nur daher. Und das. Hier da. Ja, genau, so ungefähr ein bisschen anders, aber so dort fängt es an. Und nachher, ich meine, was wir mit dem alles können in der Welt erreichen, das ist natürlich einmalig. Und das macht einfach ein kleines Land wie die Schweiz dann so begehrenswert in der ganzen Welt. Das ist ein unglaublich gutes Stichwort, als hätten wir es miteinander abgesprochen. Unsere Expertise, die eine Bedeutung hat in der ganzen Welt, zumindest beim Klimawandel, sind wir wirklich federführend. Und dort haben wir auch eine gewisse Präzision, haben wir jetzt bewiesen, oder, im letzten Jahr oder im immer noch laufenden Jahr. Wir haben es wirklich geschafft, der Sommer hält und hält und hält. Das wäre unsere nächste Karikatur. Hast du dich auch ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Sportler in einem Jahr in der Schweiz? Ach, das ein bisschen weniger. Aber das hat vor allem damit zusammengehangen, dass ich selber nicht. Ich mache gerne selber Sport. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Darum habe ich gerne ab und zu etwas gelesen. Aber ja, ich wäre vor allem daran interessiert, selber können, mich zu bewegen und Sport Was zu machen. Was machst du für einen Sport? Ich gehe gerne in die Berge. Gut, ich gehe auch gerne in die Berge. Das hat mit Sport an sich noch nicht viel zu tun. Was machst du? Ich bewege mich gerne auf den Berg rauf, aber im Sommer, im Winter mit den Ski, mit Schneeschuhen, mit Rucksack, einfach auf alle Arten. Und im Sommer eben einfach wandern. Dann genau. Ja. Und den Jan Sommer hast du auch, wenn wir schon vom Sommer haben. Weißt du, wer das ist? Das ist nicht ganz an mir vorbeigegangen. Das ist nicht ganz an dir vorbeigegangen. An ihm ist auch fast nichts vorbeigegangen, zum Glück. Darum hat er, ich weiß nicht mal, ob er Sportler des Jahres geworden ist oder irgendeine Auszeichnung hat er sicher bekommen. Ist aber eigentlich bei den Männern fast der Einzige gewesen, der von sich reden gemacht hat. Sonst haben ja Frauen wahnsinnige Olympia Goldregen mit heimgebracht. Hast du das auch ein mitverfolgt? Ja, aber wobei ich finde jetzt, ich meine, ich komme aus dem Land vom Skifahrer Kriebühl und der hat jetzt doch auch gute Resultate gebracht. Also für die Innerschweiz und Zentralschweiz habe ich da doch noch mal schnell das Fähnchen auf. Sagt die genau. Frau, die sagt, sie sind überall daheim, es gibt keinen Röstigraben und sie sind alle Kantone und alle. Nein,
Ich habe jetzt gedacht, es sei da vielleicht eine gewisse Frauensolidarität. Also, ich meine, das war super, ja. Weil da sind drei Frauen miteinander auf dem Podestli gestanden. Ah, hast du den Fall gleich mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Weil ich meine, und sie habe ich so herrlich gefunden für die Berichterstattung, weil sie hat ja auch schon total Stürze gehabt, die wirklich schlimm sind. Und sie strahlt so eine Freude aus. Das war super. Und sie ist sicher auch sehr dankbar zum Karikaturieren. Hast du eine Erklärung, wieso das Schweizerinnen, vor allem sind ja vor allem Frauen, die gerade ausgerechnet da Jahre so unglaublich erfolgreich waren? Nein, aber es war das Jahr der Frauen. Frauenstimmrecht, Frauen im Sport. Also, das heisst, sie haben richtig Gas gegeben. Ich meine, es war super. Und wahrscheinlich, oder die eine pusht nachher die andere. Sie spornen sich gegenseitig an, dann fließt die Energie und dann kommt das Zeug. Und sie haben auch richtig trainiert, vor allem bei dem Mann. Schau jetzt, du tust dich gleich plötzlich als Sportexpertin. Vorher hast du gar nicht darüber reden. Jetzt machst du sogar eine Analyse, wieso dass sie so gut sind. Also, ich sehe, da kommen versteckte Talente führen bei dir. Ich denke vor allem, wir haben so viel Gold heimnehmen, weil es ist eine weltweite Krise. Die schlimmste Krise seit dem Weltkrieg. Und die Schweizer haben es noch immer geschafft, aus jeder Krise ein bisschen Gold mitzunehmen. Oder? Und vor allem, es hat niemand wirklich zugeschaut bei den Olympischen Spielen. Also, wenn niemand so heranschaut, dann sind wir immer gut. Je ne sais pas si il parle français. Ja, hast du zu dem nichts zu sagen? Ja, ich finde es vor allem super, haben sie so können reüssieren, super, haben sie vor allem auch können trainieren. Wahrscheinlich hat eben die Krisenzeit tatsächlich geholfen, weil man hat sich viel mehr können fokussieren auf das, was man wirklich machen wollte, weil alles andere natürlich ist weggefallen, was euch besonders getroffen hat zum Beispiel. Was habt ihr eigentlich mit dieser Zeit gemacht, die ihr auf Ernst gewonnen habt? Ja, wir haben einfach gewartet, bis es den Brotz nimmt, damit wir, können, wir können die Sendung übernehmen. Das ist ganz einfach, oder? Wir haben uns noch geschwind durchgesucht. Jetzt sind wir wandelnde Luftfilter, weil wir so viele Antikörper haben. Die Aerosol schnaufen wir rein, die Viren töten es ab. Und nachher tun wir ganz wunderbares CO2, aber nur mit Totviren. Also wir sind quasi ein Totimpfstoff. Also das kann man brauchen. Wir hatten auch eine Fußballnationalmannschaft, aber wo sich nicht alle, also namentlich der Captain, nicht geimpft hat. Wie stehst du zu dem? Für mich ist einfach Impfen der Ausweg aus dieser Pandemie raus. Wenn das jemand nicht machen will, dann muss er sich einfach alle anderen Regeln halten. Also ich sehe das relativ unverkrampft. Für mich selber ist es ein Schutz. Es ist für meine Mitmenschen ein Schutz. Ich finde es wichtig. Aber am Schluss soll jeder selber entscheiden können. Impfzwang. Impfzwang, Schimpfdrang, Sumpflamm, Strumpfband. Ja, das war einfach so ein kleines Intermezzo zum Thema Impfen. Weil Impfpflicht kann man ja schon nicht einführen in der Schweiz, weil es einfach zu viele Konsonanten hintereinander sind. Oder? Genau, richtig zu unterbrechen. Ja. Ist ja gar nicht gut, weil man dann wieder mehr Aerosol emittiert, oder? Ist eigentlich überhaupt ist nicht gescheit. Vielleicht der Chaka, der hat vielleicht sich einfach auch nicht geimpft, weil er denkt, das Virus beißt auf Granit bei ihm, oder? Das kann sein. Könnte das sein. Jetzt hat sich die Schweiz qualifiziert für Katar. In Katar haben sie also geschafft, dass sie mehr Tote herbringen als die ganze Corona-Pandemie in der Schweiz. Nur mit dem Aufbau von diesen Stadien. Wie stehst du dazu? Also mit dem Aufbau von der Stadien? Ja, einfach mit Menschenrecht, oder? Ja, mit Arbeitenden, vor allem Arbeiter, aber auch Arbeiterinnen aus verschiedenen Ländern, die dort geholfen haben. Alles aus dem Boden zu stampfen, aus dem Wüstenboden, sind etwa 15'000 Menschen sind dort gestorben. Ja, schau, das geht nicht. Ich meine, wir sind uns in der Schweiz auch gewöhnt, dass man Minimalstandards muss einhalten muss. Ich fände es schön, wenn man schon international etwas veranstalten will, wenn wir das dann auch einhalten. Aber, weil die nächste Frage, weil da geht es nachher auch, wie geht man damit um? Wir haben jetzt die Olympischen Spiele in China, oder? Dort stellt sich die Frage vom politischen Boykott. Es gibt Länder, die jetzt politischen Boykott angedroht haben.
Ich finde eine Vermischung nicht gut. Ich glaube auch, das bringt nichts. Also wenn, muss man etwas anderes machen. Aber das sind, ich finde das schwierige Situationen, vor allem wenn eben mit Menschenleben gespielt wird. Und das geht nie. Mit Menschenleben oder mit Fußball? Ist ein bisschen das Ähnliche in Katar offenbar. Wenn wir schon im Osten sind, Afghanistan ist natürlich auch noch ein grosses Thema gewesen, allerdings nur sehr kurz in den Medien eigentlich, aber die Taliban hat wieder übernommen. Vollverschleierung der Frauen ist dort wieder eine Tatsache. In Zeiten, wo wir ein Vermummungsverbot haben in der Schweiz. Reisest du noch in die... Also ich reise im Moment kaum auf Italien. Also, nein, wobei, oder Afghanistan ist, weil wir es mal in der Kommission anschauen mit Experten, die uns darüber berichten. Und die Frage ist auch ein bisschen, man hat die unterschiedlichste Berichterstattung. Und jetzt, ich glaube, jetzt hat es noch mal ein bisschen anders gestrüllt. Aber was eben nicht das erste Mal passiert ist, es hat grundsätzlich Ruhe hineingebracht, weil es hat nicht mehr einfach Krieg gegeben. Ich glaube, das muss man eben auch beobachten. Das muss man auch beachten, oder? Die Werthaltungen sind nicht die gleichen. Ich persönlich glaube auch, dass kein Krieg eben auch ein Wert ist. Wie man nachher mit verschiedenen Gruppen in einer Gesellschaft umgeht, ist wieder eine andere Frage. Da glaube ich, hat sich jetzt wieder ein bisschen zugespitzt. Aber ich glaube, man kann es nicht einfach so über einen Kamm scheren, sondern man muss wirklich die verschiedenen Aspekte daraus heraus anschauen können. Also es ist gleich, wenn die Frauen unter der Burka sind, nicht mehr in die Schule dürfen, hauptsächlich sie sind sie gleich. Nein, es ist nicht gleich. Aber wir können nicht einfach unsere Werte und unsere Vorstellung von einem Leben auf andere übertragen, die in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen sind. Was auch nicht geht, ist, dass man Frauen keine Ausbildung mehr ermöglicht. Das geht alles nicht, ist selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz, die Taliban sind sehr schnell an die Macht gekommen. Das zeigt vor allem auch, dass kein Widerstand hat, dass man eben wahrscheinlich mit dieser Kriegssituation, die man hatte, auch Schwierigkeiten hat. Also das ist einfach, ich finde es gefährlich, wenn wir aus unserer heilen Schweiz raus uns das Urteil bilden. Ich bin noch nie da gewesen, ich kann es nicht beurteilen. Und ich glaube, da wird einfach sehr schnell moralisiert, ohne dass man die Fakten hat. Gut, die Fakten sind da, aber Fakten muss man ja auch nicht immer beachten. Das wissen wir ja. In diesem Jahr haben wir das gelernt, dass Fakten und Fake News relativ nahe beieinander sind. Und da kommen wir gerade zum nächsten Bild. Carlo, bitte. Das ist Französisch. Ce camp de Werner n'est pas vacciné. Das, ist das der Unterwalder gewesen, der Stefan? Peter, weißt du das? Peter Lahmen, der ist schon im rechten Vorderhof, der weiss. Der könnte jetzt auch den Schwurfinger nicht mehr aufheben, gell? Es ist schwierig. Verstehst du es? Ich muss das nicht übersetzen. Mhm, gut. Ja. Es ist ein Fäkal, nein, nicht einmal Fäkal, aber einfach ein bisschen unter der Gürtellinie. Wir wollen es nicht übersetzen, aber man könnte sagen, der blöde, was genau der blöde Stauffacher hat sich nicht. Was heisst genau so «gon»? «Gon». haben wir Expertinnen, Experten hier drin? Weiss es jemand? Danke. Es ist leicht vulvesk, aber negativ konnotiert. Ja, so. Ist das genug explizit, oder? Ja, ich habe es verstanden. Ja, danke. Okay. Gut. Ja gut, also, ich komme aus dem Kanton Schweiz. Oder? Und das ist, also, nein, es ist echt eine schwierige Situation, weil jetzt sind wir so weit, dass die geimpft sind, sind alle Granaten verrückt auf die nicht geimpft sind. Weil jetzt, oder, jetzt, man kann nicht mal mehr, man kann wirklich nichts mehr diskutieren. Man kann nicht mehr darüber reden. Es wird eigentlich nur noch verschwiegen und man hofft irgendwie, dass man aneinander vorbeikommt. Ich glaube auch, dass sich jetzt mit Blick auf Weihnachten, dass sich noch mal zuspitzt, morgen wird der Bundesrat entscheiden. Es wird weitere Schritte geben. Wir wissen noch nicht, was wird kommen. Also, das ist, ich glaube, das trifft es gut. Und es wird aber noch weitergehen, das wir noch können. Wenn wir eine Diktatur wären, wie viele ja fürchten oder behaupten, und du wärst Diktatorin, was für Massnahmen würdest du erlassen? Das Gute ist ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen Geschwaffel mit dieser Diktatur. Wir haben übrigens erst gerade vor einem Monat über das ganze Gesetz... Ich wäre froh, wenn du wirklich meine Frage beantwortest. Wir sind jetzt nicht in der Arena beim Sandro Brotz.
Aber das ist jetzt einfach Politiker-Titel. Oder? Ich habe mich darauf eingestellt, Sandro, ich habe jetzt einfach das Kundenfrage. Aber welche Massnahmen würdest du als sinnvoll erachten? Du als Nicht-Virologin, Nicht-Epidemiologin, Nicht-Infektiologin, Nicht-Pandemiologin. Ja, ich finde halt einfach wirklich, Leute, impfen euch. Das ist für mich der Weg. Alles andere sind Massnahmen, wo ich meine, man kann die Masken anlegen, gewöhnt man sich irgendeinen dran, ist zwar unangenehm, man kann Distanz halten, aber der Weg ist für mich einfach impfen. Siehst du Möglichkeiten? Die Viola Amherd hatte ich vor einem Jahr in einem Jahresschlusstag und sie hat gesagt, sie sei ja auch Sportministerin, sie würde sonst den Dart-Club den eidgenössisch aufbieten und gerade so mit Dart-Team die Leute. Und ich habe das noch schön gefunden, sie hat es leider nicht gemacht. Vielleicht hast du Ideen, ich weiss nicht, die Schweiz ist katholisch, oder? Könnte man gerade mit der Hostie eine Schluckimpfung oder? Nein, es ist natürlich, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Ich finde die Idee von der Viola Amherd gut, vielleicht kann sie es noch umsetzen. Wobei, nein, es ist natürlich, nein, sorry, jetzt da Spass beiseite, wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Aber nichtsdestotrotz, umso mehr muss man sich halt an die Regeln halten. Weil die Situation ist im Moment nicht einfacher und der Winter fährt jetzt erst gerade an. Das heisst für dich, also in die Berge, aber ohne Après-Ski? Das haben wir letztes Jahr. Nein, das funktioniert eben auch nicht. Das haben wir letztes Jahr schon mal gehabt. Und ich meine, was passiert nachher? Man trifft sich einfach schon überall. Also, und ich, aber, oder ich bin also Wald. Ich meine jetzt wirklich für dich. Also, du gehst jetzt in Berg ohne Après-Ski oder du bist dann auch jemand vom Meer, wo man sich dann gleich überall trifft? Nein, ich bin geimpft. Ich komme im Moment auch wieder ins Restaurant rein. Also, von dem her ist das nicht so das Problem. Aber gerade letzten Winter, das haben wir ja auch gesehen. Ich meine, in den Hotel Wallis, ich bin im Wallis, aber nicht im Bündnerland. Im Bündnerland haben wir ja noch da auf die Sonnenterrasse gehen. Wallis haben wir gar nicht dürfen. Dafür sind einfach alle draußen im Schnee gesessen und noch viel näher zusammen, wie wenn man normal an einem Tisch sitzt. Also ich glaube, wenn schon Massnahmen, dann einfach nur Massnahmen, die man umsetzen kann und die nachvollziehbar sind, wieso dass sie logisch sind. Was ich das Schlimmste finde, wirklich das Schlimmste, ist, wenn man Massnahmen erlässt, die man nicht umsetzen kann. Oder darum ist auch die Diskussion, von, dass man sich nur noch zu fünften in der Familie treffen und so. Das ist für mich ein No-Go, weil das kann man nicht kontrollieren und was man nicht kontrollieren kann, soll man nicht umsetzen. Ja, also je nach Tal im Kanton Schweiz, oder, ist man ja schon das fünfte... Per se schon, oder? Das ist schon das 25. wenn man Kernfamilie quasi. Andererseits sind ja dort manchmal der Vater und der Brüder und der Sohn die gleiche Person, darum ist es wieder weniger. Nein. Das hast jetzt du gesagt, ja. Ich sage nur Muttital. Ja, apropos Mutti, glaube. Genau. Ah, aber ich meine, immerhin sind dort mal noch draussen gewesen. Ich meine, das hätte eine Gendurmischung gegeben, sondergleichen. Ja, 1798 oder so. Ja. Hast du noch etwas Russisches? Etwas Italienisches. Lieber ein Glas Roten als ein Wodka. So ungefähr. So. Noch eine letzte Frage zu diesem Thema. Siehst du den Staat quasi, dass er so in den Leuten hinten ansäckelt, wie, ich nehme an, das bist du, in den Ski, ist da Gefahr von einem Überwachungsstaat mit diesen Zertifikaten zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht, weil dort wird ja nicht darauf gespeichert, wo ich bin, was ich auf irgendwelche Daten von mir, das schadet nur. Das ist eigentlich schade, das jetzt bei dir, oder? Also, ja, hör auch, gerne ja, genau. Hör auf. Die Nationalrätin, ob sie ein gutes Vorbild sind. Ja, das ist halt einfach so. Die Leute, die exponiert sind, die sollen sich auch korrekt verhalten und sollen ein richtiges Vorbild sein. Das ist wichtig. Wir schauen. So. Genau. Beobachtet sie gut, so sieht sie aus. Für alle also, daheim im Stream. Sie übrigens ist auch exponiert. Ich bin aber kein Vorbild. So. Ich bin kein Vorbild. Und ich habe meine Freiheitsstreichel dabei. Apropos Vorbilder. Eine Frau ist ein Vorbild, vielleicht sogar widerwillig gewesen. In den letzten 16 Jahren. Sie hat sich umgeschlagen mit allen Potentaten von der Welt. Wir haben eine letzte Karikatur zum Besprechen miteinander. Thank you.
bist noch nicht Bundesrätin. Wir hoffen natürlich alle, dass es noch so weit kommt. Oder? du als wirklich wahnsinnig gutes Vorbild, eine sportliche Frau, die nicht ins Après-Ski geht. Genau, total korrekt, sich immer verhalten und heute Platz einfach nur als Platzhalterin darf da stehen. Wir haben natürlich auch eine Ampelkoalition. Jetzt darf ich noch mal ganz kurz gleich noch mal ein Bild sehen. Genau. Wer steht bei dir auf dieser Merkliste, wenn du mal abtrittst? Ja gut, also ich meine, da ich nicht auf so einer Exekutiv, in so einem Exekutivamt bin, wo sich mit allen Weltmächten treffen kann, geht es da... Nunig? Nein, geht es da mehr so um Leute pas in Acht. Bouchelet-Welsch, pas encore. Saviendra? Bei mir geht es mehr so um Leute wie vorher Andi Glarner und Sörtige. Ich hätte dann so eine Liste. Ich habe gemeint, kannst du es so gut mit? Jetzt plötzlich nicht mehr. Andi Glarner, es wird hart für dich. Ich weiss, dass er zuschaut aus sicherer Quelle. Hast denn du auch so eine harte Rechte wie Angela Merkel? Mindestens. Ja. Wobei sie hat ja da, ich meine, sie Fuß zum Einsatz, die Linke, da eine ganze Gesetzgebung, der ganze Brexit. Aber die Linke ist bei dir gar nicht wert, nehme ich an. Nein, die ist besser. An der Linke ist einfach eine fette Uhr. Ist die etwas wert oder tut die nur so? Ja, hör auch auf, lies mal die Marke. Bling, bling, bling. Was genau? Ich kann es nicht lesen. Wir machen keine Werbung da. Wir sind angehalten worden, keine Werbung zu machen. Wie sieht es denn mit unserer Exekutive aus? Bist du zufrieden? Also, kommt jetzt darauf an, mit Blick auf welches Thema. Nein, ich finde, unsere Exekutive hat im Moment ein bisschen zu starkes departementales Denken. Und zwar, dass wir zu fest immer nur den einzelnen Bundesrat gespürt, statt, oder ein Beispiel, das wir hatten, beim Abstimmungskampf über das neue Kampfflugzeug, dort hätte ich mir mehr gewünscht, dass mal der Gesamtbundesrat hersteht und uns an den Schweizer sagt, wieso das jetzt wichtig ist für die Sicherheit von der Schweiz. Und man hat ja vor allem dort Bundesrat. Ja, genau, um irgendwie 8000 Stimmen Unterschied. Aber wahrscheinlich eben darum, weil Ola Amherd glaubwürdiger ist als gewisse andere. Also, gut, das ist auch eine Sichtweise, das wissen wir nicht, das werden wir auch nie wissen. Aber das ist für mich der Punkt, den ich sehr schade finde, aber das ist auch ein Zeitgeist, das ist praktisch jetzt überall so, das sieht man auch überall sonst in allen anderen Regierungen. Das bist denn du nicht froh, so dass eure Partei, also ist die eigentlich vertreten im Bundesrat? Warte jetzt. Zwei, es bleibt auch so. Weil es hat mir nämlich niemals Interesse daran haben, jemanden von der FDP abzuwählen. KKL? KK? Nein, nicht von Luzern. FKK? Wer ist FKK? Wie heisst sie? KGV. Kleinste gemeinsame Nenner. KKS. KKS. Genau, danke. Die andere Flasche dort. Nein. Aber ich weiss den Namen wirklich. Wer hat er jetzt genau angesprochen? Wir hat ja tatsächlich, und darum verstehe ich, dass du lieber den Gesamtbundesrat zwischendurch siehst, man hat von der FDP, du hast gesagt, du hast das Wort «gespüren» in den Raum geworfen, du als kühle Liberale, finde ich schön, dass du doch auch noch mit «gespüren» irgendetwas am Hut hast. Man denkt ja immer, die Liberalen, das sind so typische Aargauer, oder? So Kühlturm, und es braucht den richtigen Brennstab, damit es mal ein bisschen strahlt. Man hat tatsächlich nicht viel gespürt von euch zwei Bundesräten. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Weil ich meine, in der Krisenzeit braucht es einen, der. Gespüren ist nicht eine Fehleinschätzung. Nein, Gespüren ist einfach da. Weißt, das ist ja, du hast Nein, das Wort in der Krisenzeit braucht es einen, der die Federführung hat. Das ist da der Gesundheitsminister. Oh, jetzt plötzlich ist es wieder Departementsdenken. Du widersprichst dir selber. Ich glaube, du kannst Nein, die müssen natürlich im Hintergrund zusammenarbeiten. Aber das ist so. Das lernt man ja schon im Militär. Oder? Krisenzeit, eine Stimme gegen raus kommunizieren. Wäre schön, man würde alles wirklich das kommunizieren, was auch Sache ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist jemand, der sehr kommunizieren. Welchen militärischen Grad hast du? Keinen. Bist du im Militär gewesen? Nein. Wieso weißt denn du das? Weißt, wenn man sich in die Politik bewegt, hört man alles. Man bewegt sich in allen Feldern. Da lernt man sehr viel. Würdest du das VBS übernehmen,
wenn ich im Bundesrat bin? Also da ich jetzt da Platzhalter bin für die Chefin vom VBS, müsste ich mich zuerst mal mit ihr unterhalten, was da genau so gefordert wird. Wobei ich finde, das glaube ich jetzt echt, im VBS tut das gut. Es ist mal jemand, der nicht aus dem Feld rauskommt, der nicht aus dem Bereich kommt. Und ich finde, Viola Amherd macht das super. Eben, also im Grunde genommen bräuchte es gar nicht den Gesamtbundesrat, der herrscht, sondern es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass jeweils eine Person kommuniziert hat. Eben auch einen Sündenbock gehabt, Prügelknabe. Nein, nein, gut, Prügelknaben sind nachher trotzdem immer alle, also so ist es dann auch wieder nicht. Außer die zwei von der FDP, die man einmal wieder genau. Vergisst, dass sie auch noch... Die fliegen einfach unter den Radar. Bundesrat. Genau. Ja, jetzt, egal, ob du mal wirst in die Exekutive kommen oder ob du einfach im Parlament bleibst als Politikerin, musst du immer wieder Entscheidungen treffen. Und wir haben jetzt zurückgeschaut auf das letzte Jahr. Wir machen jetzt ganz am Schluss noch eine Art kleinen Ausblick. Wir machen mit dir eigentlich eine Übung, weil du musst schnell können entscheiden, ja oder nein, drücken im Parlament. Und wir haben ein kleines Entweder oder für dich vorbereitet, das Philipp dir wird darbieten. Bist du bereit, Petra? Total. Whistleblower oder Freiheitsstreichler? Was ist das? Whistleblower oder Freiheitsstreichler. Was liegt dir näher? Ich komme aus dem Kanton Schweiz. Bei uns hat es mehr Freiheitsstreichler. Das machst du jetzt wegen der Wählerstimme, Wählerinnenstimme. So ein Seil. Aber ich komme von Küsnacht. Wir haben dort einen grossen... Diese Geschichte muss ich schnell erzählen. Wir haben dort einen grossen Brauchtum, wo das Klausjagen. Und wo diese Geschichte ist mit dem Uli Maurer, ich glaube, der hat auch eine grosse, grosse Karikatur gesehen. Oder? Die grösste Schelle, die er je... Genau. Da bin ich zu ihm her und habe gesagt, hey, Uli, echt, das war nicht gut gewesen, weil die Küsnacht, das Treicheln ist einfach nicht politisch. Bei uns steht sogar in den Statuten, das soll man nicht politisch missbrauchen, weil das ist wirklich Brauchtum. Brauchtum ist einfach per se nicht politisch, weil da sollen alle daran teilnehmen. Und dann strahlt er mich an und sagt mir, Klaus, ich habe Küsnacht Heiger noch nie gesehen. Super, findet, also hat dann nicht stattgefunden, das war noch vorher, es hat dann noch stattfinden sollen. Und er wäre sogar auf Küsnacht, kann das Klaus schauen. Hätte jetzt halt nicht können stattfinden, aus bekannten Gründen. Aber das ist sicher etwas, was wir noch nachholen können. Und das ist einfach schön, auch an unserer Landesregierung, die machen einfach so Sachen. Man kann natürlich auch den Uli jagen statt den Klaus. Willst du wieder weitermachen? Rahmenabkommen oder... Absahnen. Rahmenabkommen. Immer noch? Nach wie vor glaubst du? Ja, es ist weg, oder? Ich meine, es gibt keine Diskussion mehr darüber. Absahnen würde jetzt die erste Diskussion anfangen. Was absahnen? Ja, da findet ihr ja sicher. Also, Absahnen macht ihr ja sowieso die ganze Zeit in der FDP. Im Lockdown allein per se oder mit. Oder in mit der Limousine mit dem Alain per se? Nein, das erste. Das erste, okay. Ja, weil das zweite hast du schon erlebt, oder? Nein, mit keinem Bundesrat. Ist aber auch viel gescheiter so. Ja. Gut. Unbefleckte Empfängnis oder unsichtbare Hand? Weihnachten, aber einfach nicht bei mir. Die Geschichte ist schon durch. Okay. Ja, du könntest immer in eine neue Weltreligion machen. Ja, genau. Oder meinst du, bei dir die Geschichte ist schon grad... durch? Ich wollte jetzt nicht zu nahe treten, aber... Jetzt sind wir etwa wieder dort wie falsch schräg eingeführt und so, aber nein, man, ist man sagt ja nicht, man sagt nicht mehr wechseln, aber man sagt Change Management. Kennt ihr euch ja aus, oder? Nebelspalter oder Petarde? Jetzt darf ich nicht das Fettmöpfchen trampen. Petarde. Petarde. Und musst jetzt, weil du weißt, es sind alle da, die Petarde mitbegründet haben. Damit dir nicht so eine Petarde mal in den Garten fliegt. Oder? Nein, wobei ich meine, der Nebelspalter ist natürlich gerade schwierig um mit Meinungen, mit. Ja, ist jetzt klar ausgerichtet, auch politisch. Völlig klar. Das ist ja dein Parteikollege, der Markus Sam. Gut, wegen dem muss man nicht immer die gleiche Meinung haben. Ich meine, er schießt auch aus scharfer Feder. Also, es möchten nicht nur Karikaturisten, es möchten auch die schreibenden Journalisten. Ist denn lieber Som oder lieber Sommaruga? Ja, gut. Also, Nein, jetzt, bitte, liebes Publikum, cher mesdames, messieurs, à la maison. Regardez. Nein, jetzt wollte ich gerade sagen, nein, Sommaruga, weil sie kann gestalten, oder? Sie ist dort, wo entschieden wird, das heisst, dort mitreden. Und sie ist Pianistin, da kannst du noch die letzte Frage stellen. Du hast gesagt, Doping fürs Volk, meine letzte Frage. Kommunismus oder Corona? Oh, sorry, da passe ich gar nicht, beides nicht.
Beides nicht. Nein, das passt. Beides von China. Scheissdreck. Jetzt sind wir wieder am Anfang beim Xi Jinping. Und willst du für das nächste Jahr noch einen frommen Wunsch mitgeben? Oder für den Jahresschluss im Publikum daheim oder hier im Saal? Ja, ehrlich, das ist ganz einfach. Wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten. Wir hätten vor einem Jahr nie gedacht, dass wir jetzt wieder so da sitzen. Das kann immerhin stattfinden im Vergleich zu vor einem Jahr. Hoffen wir, dass das nächste Jahr wieder stattfinden kann und ohne Maske und ohne Zutrittskontrolle. Ja, das heisst, du hast es ja gut, du musst keine Maske an, du stehst vorne. Nein, aber nur, bis ich da wieder zwei Drittel runtergegangen bin und dann ist die Maske wieder oben. Aber das heisst vor allem, wir müssen uns wirklich alle probieren, so zu verhalten, dass wir irgendwie daraus rauskommen. Das heisst, bitte impfen. Ja. Sie sagt es jetzt lieb, bitte impfen. Sie kann aber auch ganz anders, wenn sie die Diktatorin ist von der Schweiz. Liebe Petra Gössi, ganz, ganz herzlichen Dank für den Talk, dass du dich dem ausgesetzt hast, obwohl sie ja so wahnsinnig irritierend ist. Wir kommen eigentlich so mit schon zum Schluss. Ganz herzlichen Dank und einen riesigen Applaus für unsere tollen ZeichnerInnen, für Caro Rutz und Carlo Schneider. Dann natürlich auch ein ganz grosser Dank an unsere Gastgeberin, Jacqueline Strauss, und im ganzen Museum für Kommunikation. Ihr seht es hier, MFK. Der muss auch wieder mal in die Verkehrskontrolle. Auch beim Alain ist das Chassis nicht mehr so gut, obwohl es immer noch schön glänzt. Herzlichen Dank im Gezeichnet-Team, die ganze Ausstellung und auch den Event hier organisiert haben. Das sind der Tom Kühnsli, der Marco Ratschiller, der Christoph Biedermann, der Silvan Wegmann. Danke in unserer Technik, das ist Loi Sound. Und danke vielmals vor allem für das liebliche Wohl hat das Café Pavillon gesorgt. Wenn ihr rausgeht, kommt ihr ein Fresspack rüber, weil wir kein Apero machen dürfen. Aber wir machen den Apero für uns. Wir machen den Apero für uns. Wir hoffen, dass ihr alle eine gute, dicke Jacke dabei habt und einen Schal. Und dann treffen wir uns draussen noch treffen, miteinander anstoßen. Und ihr daheim stoßt hoffentlich auch an. Geht unbedingt die Ausstellung schauen, gezeichnet. Das könnt ihr entweder jetzt machen, die da sind. Alle anderen, die ist noch eine Zeit lang offen. Unbedingt im Museum für Kommunikation in Bern. Die Ausstellung ist eröffnet. Ade miteinander. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Ich stelle mir einfach die Bilder her und gönne.